Ideen 2020. Ein Rundgang durch die Welt von morgen heißt die aktuelle Ausstellung im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Doch wie wird unsere Zukunft aussehen? Woher kommt die Energie von morgen? Wie können wir bis ins hohe Alter gesund bleiben? Im Mittelpunkt von Forschung und Entwicklung steht der Mensch mit seinen Fragen, seinen Bedürfnissen und seiner Lebensqualität. Dabei wird vermutlich einmal mehr auch diese Ausstellung die Erfahrung bestätigen, dass da, wo die Wissenschaft Antworten auf offene Fragen bietet, mit den offerierten Antworten gleich die nächsten Fragen verbunden sind. Und so befinden wir uns in einem Prozess, der natürlich nicht zu Ende ist und auch mit dieser Ausstellung nicht an ein Ende gebracht werden soll. Klimawandel, erneuerbare Energien, demografischer Wandel, Internetsicherheit. Das sind nur einige der großen globalen Herausforderungen für die Menschheit. Ideen 2020 ist eine Ausstellung der Helmholtz-Gemeinschaft in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Förderung und Unterstützung kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir geben viel Geld aus für Forschung. Und damit Forschung dann auch umgesetzt werden kann, dazu gehört technologische Entwicklung dazu. Aber es gehört auch dazu, dass eine Akzeptanz für Forschungsergebnisse, eine Neugier auf Forschung, aber dann auch eine Akzeptanz und nicht nur immer Abwehrhaltung und Sorge. Es könnte irgendeine Entwicklung sein, die vielleicht negative Fakten enthält. Und deswegen ist Öffentlichkeitsarbeit, Werben für Forschung, für Innovation, originärer Bestandteil der Arbeit eines Bundesforschungsministeriums und deswegen Unterstützung dieser Ausstellung. Der Blick in die Zukunft ist hier keine abstrakte Vision. Vielmehr zeigen die Macher der Ausstellung konkret, woran Wissenschaftler forschen und wie die Erkenntnisse unser Leben bald beeinflussen werden. Bestes Beispiel: die Kommunikation. Wer hätte gedacht, dass wir heute alle mobil telefonieren, Fernsehen sehen können mobil, unsere Gesprächspartner sehen können mobil. Denken Sie an das Internet an sich, etwas, was auch aus der Grundlagenforschung kam, aus einer Kernforschungsanlage CERN in Genf. Nehmen Sie den Laser, eine Lichtquelle, ursprünglich auf der Suche nach Lösungen. Jetzt hat ihn jeder zu Hause, der einen CD-Spieler hat oder auch versucht zu kommunizieren über die Datenautobahnen, die optisch funktionieren. All das wäre vor 50, 60 Jahren schwer vorstellbar. Der Rundgang durch die Welt von morgen. Im Paul-Löbe-Haus führte an 7 Stelen entlang. Sie stehen für die 7 großen Herausforderungen. Eine davon, selbstbestimmtes Leben im Alter. Der Wunsch nach langem Leben. Aber wie nutzen wir es? Wir könnten noch eine zweite Karriere beginnen mit 60, wie die Designerin, die jetzt nochmal Mode entwickelt. Wir könnten aber auch sagen, jetzt habe ich intensiv gearbeitet, jetzt möchte ich mich der Familie widmen, wie der Opa, der cooler ist als Papa, weil er sich auskennt mit den Spielkonsolen, weil er weiß, wie eine 3D-Brille funktioniert. Und das sind einfach 4 Lebensentwürfe, die wir hier in der Stele darstellen. Zukunft vorstellbar, erlebbar machen, das ist das Ziel der Ausstellung. Anfassen ist dabei ausdrücklich erlaubt, um die Fantasie anzuregen und alle Sinne anzusprechen. Ideen 2020, ein Rundgang durch die Welt von morgen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 28. März im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.bundestag.de.